Wie wird sich das Klima in der Zukunft entwickeln? Und welchen Anteil hat der Mensch daran? Die Antwort findet sich in keinem Experiment. Nur ein Modell kann hier helfen. Ein Klimamodell. Klimamodelle können komplexe Prozesse vereinfacht darstellen. Beispielsweise Luftbewegungen in der Atmosphäre oder Tiefenströmungen im Ozean. Diese physikalischen Prozesse werden mathematisch formuliert. Durch Differentialgleichungen, die die Erhaltung von Masse, Impuls und Energie beschreiben. Sie sind die Basis eines jeden Klimamodells. Um die Gleichungen lösen zu können, legen Forscher ein Gitter über die Erde. Sie teilen den Globus in einzelne Zellen auf. Dabei sind besonders die Knotenpunkte der Zelle wichtig. Jedem Knotenpunkt, sprich Gitterpunkt, ist ein Satz von Werten zugeordnet. Ein Wert für die Temperatur, ein Wert für den Luftdruck und jeweils ein Wert für weitere Parameter. Dieses Atmosphärengitter arbeitet beispielsweise mit einer horizontalen Auflösung von 40 mal 40 Kilometern. 95 Gitter unterschiedlicher Schichtdicke werden übereinander gestapelt, um die gesamte Atmosphäre bis in eine Höhe von 80 Kilometern berechnen zu können. Ein solches Modell hat schließlich 30 Millionen Gitterpunkte. Für jeden Gitterpunkt müssen die Erhaltungsgleichungen gelöst werden. Das macht die Berechnung von Klimamodellen sehr zeitaufwendig, selbst auf superschnellen Großrechnern. Je kleiner die Gitterzellen sind, desto länger müssen die Computer rechnen. Mit den engmaschigsten Gittern können die Wissenschaftler sogar die Entstehung von Wolken simulieren. Doch um globalen Phänomenen auf die Spur zu kommen, benutzen die Forscher gröbere Gitter. Hier ist die Rechenzeit deutlich kürzer. Die ersten Klimamodelle waren einfach gestrickt. Sie simulierten nur die Atmosphäre. Später kam die Landoberfläche dazu, der Ozean und dann das Eis. Zuerst stand jedes der Modelle für sich allein. Doch so konnten sie nur sehr begrenzt die physikalischen Prozesse auf der Erde beschreiben. Denn diese beeinflussen sich gegenseitig. Sie schwächen sich ab oder verstärken sich. Es sind Vorgänge wie diese in der Arktis. Strahlt die Sonne auf Eis und Schnee, reflektieren diese einen Großteil der Sonnenstrahlung. Dadurch bleibt die Eisdecke am Pol weitgehend stabil. Luft und Wasser aber strahlen die Sonnenwärme nicht so stark zurück. Sie absorbieren sie und erwärmen sich dabei. Es wird wärmer, dadurch beginnt das Eis zu schmelzen. Nach und nach gibt es immer weniger Flächen, die die Sonnenwärme reflektieren, und immer mehr Flächen, die sie erwärmen. Die sogenannte Eis-Albedo-Rückkopplung ist ein Prozess, der sich selbst beschleunigt und sich dadurch immer mehr verstärkt. Heutige Klimamodelle versuchen, diese Prozesse nachzubilden. Sie koppeln die einzelnen Modelle aneinander, etwa die Atmosphäre mit dem Ozean oder die Atmosphäre mit der Landoberfläche. Dadurch entsteht eine Vielzahl von Daten. Gekoppelte Modelle lassen sich nur mit den schnellsten Computern der Welt berechnen, etwa den Höchstleistungsrechnern des Deutschen Klimarechenzentrums in Hamburg. Für die Berechnung der mittleren Oberflächentemperatur der Erde benötigt aber selbst ein solcher Großrechner mehrere Monate. Wissenschaftler entwickeln laufend neue Klimamodelle. Doch sind die neuen wirklich besser als die bewährten? Der Test. Erst wenn sie in der Lage sind, die Messreihen der letzten 150 Jahre darzustellen, taugen sie auch für die Klimaprognose in die Zukunft. Bei Voraussagen zum globalen Klimawandel verlassen sich die Wissenschaftler nicht nur auf eine einzige Simulation. Sie rechnen ein und dasselbe Modell mit unterschiedlichen Anfangsbedingungen. Sogenannte Ensemble-Rechnungen entstehen, mit einer Vielzahl von Kurven. Ensemble-Rechnungen geben nicht nur eine Antwort auf die Frage, wie sich die globale Temperatur ändern wird. Sie zeigen beispielsweise auch, wie sich der Niederschlag verteilt. Oder wann das Meereis schmilzt. Ihre Ergebnisse fließen auch in den Bericht des Weltklimarats IPCC ein und dienen als Grundlage politischer Entscheidungen. Daher müssen Klimamodelle immer aktuell sein. Satelliten kreisen um die Erde und funken laufend Messwerte. Zusammen mit einer Vielzahl weiterer Daten liefern sie uns ein immer genaueres Bild vom Klima und seinem Wandel.